Ja, hopp, ihr Leberwerstja. Du ist nicht glatt, du kennst eine Renne. Hopp, ich will Feierabend machen. Ja? Wir haben noch eine Live-Sendung jetzt im Moment. Sie können jetzt nicht einfach neiplatzen. Wie eine Sendung? Da mache doch Werbung. Sie? Ihr kennt doch da keine Sendung machen. Guck mal, wie es da aussieht. Sie sehen doch, dass noch Publikum da ist. Wie Publikum? Ach Gott, da sieht es ja noch schlimmer aus. Da kann man doch keine Sendung machen in dem Saustall. Wissen Sie was, Herr Präsident? Ich fange jetzt an. Und wenn ich fertig bin, können Sie von mir aus weitermachen, ne? Heute wollen wir einen heben, Prost auf dieses schöne Leben. Andreas, Gerald und der Klaus, jeder gibt heute einen aus. Ramazzotti, Doppelkorn, da fühle ich mich wie neugeboren. Ich gehe heute noch lang nicht heim, einer geht noch rein, rein, rein. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala, da wo meine Leber war. Jetzt eine Minibar. Ganz Deutschland sucht den Superstar. Da bin ich. Sina Aldo. Bin gerade schon wieder geladen. Macht der mir einen Stress da oben? Ihr Leid, ich hab sowieso genug Stress. Ich hab jetzt 21 Putzställe. Und es ist ein Stress, kann ich euch sagen. Aber das ist ein ganz sicherer Job. Keiner will ne Hand. Noch nicht einmal meine dusselige Freundin, die dumm Kuh, die dumm. Ach Gott, und die ist ja so hässlich, ne? Und blöd ist die. Der letzte habe ich mit der auf der Parkbank gehuckt in Zweibrücke im Rosengarten. Noch sah die zu mir, Frau Allerschenst, ich glaub mir ist mein Hinnere in geschlafen. Da habe ich gesagt, ich glaub's nicht nur, das stimmt. Ich habe nämlich schon dreimal laut Schnarche gehört. Apropos Schnarche, sagt meiner halt mal zu mir am Frühstückstisch, ob ich wisst, warum die Frau kennt so gute Analseufzer, also kennt so gute Fürzialosse kennte wie die Männer. Hab gesagt, nee, das weiß ich nicht, aber du wärst mal bestimmt gleich sagen. Hat er gesagt, ist doch ganz logisch, ihr habt den ganzen Tag das Maul so weit aufstehen, da kann sich kein geschauter Druck aufbauen. Und ihr da hinne? Ach Gott, was haben sie mal da hinne schon wieder für hässliche Leute hingehockt? Heuchel nur mal, ihr Antiquitäte. Ich meine ja gerade schwer ein Humboldt auf dem Flohmarkt, heuchel mal. Ach Gott, wo ich die Hawaii gesehen habe, fällt mir gerade in, ich wollte ja heute morgen Müll noch ausstellen. Sahne mal. Habt ihr euch extra heute morgen noch ein Peeling ins Gesicht gemacht? Also wissen ihr, was ich meine? So eine Art Schmierschelpapier fürs Gesicht? Habt ihr gemacht? Dann denke dran, das kennt ihr Absätze beim Finanzamt als Altbausanierung. So, da drehe ich mich doch lieber darum zu euch, ne? Ich freue mich ja jedes Mal, wenn ich da rauskomme und da vorne die begeisterten Gesichter in der ersten Reihe hocke sehe. Sind auch gezwungen worden, heute oben hierher zu kommen. Hanna die Karte zum Geburtstag gerät, hä? Hanna gemeint, ihr ging zu der Helene Fischer, hä? Jetzt bin nur ich's, ne? Pech gehabt. So, jetzt gucke ich mal, was für schöne Männer heute oben da sind. Ich war ja früher ein scharfes Luder. Ich war der Hummerschwanz an der Bockwurstbude. Ich war früher so sexy, nur mir hat sogar der Wasserkessel gepifft. Ich hab's mit den Männern nicht so genau genommen. Ich hab immer gemeint, ich muss es machen wie bei Praasperin. Manchmal brauchst du zwei. Ja, so ist es. Sag mal, Christian. Ja. Du hast halt oben die schöne Hose an. Wenn die modern wird, hast du sie schon, ne?
du machst doch wie die Angela Merkel, oder? Weißt du, was die mit ihrer alten Sache macht? Die zieht sie an. Ja, wissen ihr, ihr Leid, ich putz jetzt in Zwebrige, in der Fasanerie, in dem neue Wellness Hotel. Dort ist es schön. Und wissen ihr was? Der Klitschko war auch schon dort. Der sieht aus. Der hat Muckis. Ich glaube, der kann mit seiner Arschbäckelscher Walnis aufmachen. Ihr Frauen, denen gibt's jetzt als Bischelbrettbezug im Netto für 13,99 han ich mir kauf. Han ich denn auf mein Bischelbrett drauf gespannt. Der ist dort drauf splitterfasernackig. Hat nur ein Stringtanker durch die Krattel. Und wenn ich dann mit meinem heißen Eise so über den Bischelbrettbezug fahre, ne, dann fahr ich dem als hinne in die Grotten hin. Ihr müsst mal sehen, wie schnell ich mein Hemd gebischelt han. Ja, der bald auf Christian, komm mal. Hast du voll wieder die Hand gehoben, wie ich noch schöne Männer geguckt han, hä? Gib's doch mal auf. Heuchel, der war ja als Kind so hässlich, ne? Ach Gott, war der so hässlich. Dem sei älter, hat dem extra als Ringe Leona um den Hals gebunden, hat wenigstens die Hunde mit ihm gespielt. Komm, ich lass ne gehen. Es ist ja schlimm, wenn man so berühmt ist, ne? Aber weißt du was? Ich hab's letzte Monat sogar bis aufs Titelbild gepackt. Vom Wachturm. Als abschreckendes Beispiel. Komm, hol der Wachturm raus. Wir spielen Zeug und Jehova. Wir beten um die Wette. Ohne Rast und ohne Ziel. Ja, warum soll man Tiere quälen, wenn es ein Publikum gibt? Never. Ja, und da vorne? Ich seh grad lauter alte Gesichter, aber lauter neue Zähne. Ja, und sind da gut drauf und fröhlich? Und warum wissen euer Gesichter nichts davon, hä? Was machen da dann do? Was feiern da dann? Ihr wisst, dass Fasernacht ist. Oder feiern da die Wiedervereinigung von der Spalttablette oder was? Oder feiern auf Rosin on the Rocks beim besseren Gesocks, oder was? Hey, doch, auf der Wein muss ich was trinken, die wäre ja ganz hässlich. Krieg ich nichts zu trinken, du? Ich war schon dreimal im Bachmacher, es kommt nichts. Nee, Christian. Schau mal, zeig ich dabei. Knecht? Also Herr Knecht. Weißt du, wann du weißt, dass du hässlich bist? Wenn eine Gruppe ein Foto gemacht werden soll und der kriegt die Kamera an die Hand gedrückt. Was hat er mal dann doch schon wieder für eine ukrainische Zirkuskapelle da hingeschmissen? Die verstehen ihn doch auch nicht. Guck mal, was die machen. Knecht, wenn es da schwarz vor Augen wird, bist du hingeschlafen. Nehme ihr Droge. Ihr reagiert so verlangsamt, heute mal. Wollt ihr aber was sagen? Sei gleich ruhig und dreh ich da den Kopf auf den Buckel, dass du 3 Wochen aus dem Rucksack fressen kannst. Suche nach Kontakt, oder was? Dann versuch es mal mit einer Steckdose.
Gott, sind die so hässlich. Passt du auf davor oder schläfst du schön durch, hä? Hör doch auf. Der OB. Der Martin Hebisch. Wo ist er dann? In dem schwarzen Loch da. Bei dem putze ich ja auch, ne? Ach Gott, bei dem sieht's aus. Hanni, ich dem sein Büromode letzt sauber gemacht. Der hat noch so ein ganz altes Faxgerät dort drin stehen. Hanni, ich den Schreibtisch immer so sauber gemacht. Schön um das Fax, auf ihm hat's angefangen zu piepsen. Kommt doch ein Fax drin und der muss guter Droht nur Amerika haben. Han ich immer drauf geguckt, was der da kriegt, ne? Hat da drauf gestanden. We have Donald Trump, Stevie Wonder, Bob Hope und Johnny Cash. Habe ich gesagt, wart's ab. Habe ich immer so rückgefaxt. Han ich geschrieben und mir han. Angela Merkel, no Wonder, no Hope, no Cash. So, zum Schluss erzähle ich euch noch was. Der Fess, der Chef und der alte Chef, der Volker Wagner und da hinten der Anna-Chef, der Herr Knecht, die haben sich am Bein verletzt, ne? Waren Nordic Walking machen. Kennen nicht gescheit laufen, noch machen sie sowas. Haben die sich alle drei verletzt am Bein und die sind ja so blöd gelaufen, ne? Der Volker ist so gelaufen. Der Andreas da hinten ist so gelaufen. Und der Fess ist so gelaufen. Jetzt waren die in Chur an der Nordsee. Es war geiles Wetter. Da haben ein Haufen tolle Weiber am Strand gelegen. Die wollte ja mal ins Wasser. Haben sich aber geschäniert, weil sie so blöd gelaufen sind, ne? Aber denen ist was ingefallen. Das alte Chefchen, der Volker, hat gesagt, ach Gott, ist der Sand so heiß, ach Gott, ist der Sand so heiß. Da hat der Andreas da hinten gesagt, und Löcher sind da drin, und Löcher sind da drin, und Löcher. Da ist der festgekommen und hat gesagt, die Schere mal zu, die Schere mal zu. Ich mache jetzt Schluss, bevor ich da am Ende wirklich noch putzen muss. Weil das ist mir jetzt einerlei. Mach es selber weg, Eiersauerei. Trolla, trolla, trollala, trolla, trolla, trollala, da wo meine Leber war, ist jetzt eine Minibar. Alle! Hopp! Ja! Sie ist im Arsch, dass sie nicht putzig und sie nimmt keinen Lappen vor den Mund. Unser Fachkraft für saubere Kampagne. Heike Försch vom Karnevalverein Zweibrücken. Auf die Heike. Drei saubere. A. 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 Und jetzt guckt mal alle, wie sie rausläuft. Ausmarsch.